Ja, jetzt haben wir schon einen schönen Kreis hier. Stimmt. Nicht gedacht, dass es funktioniert. Nee. Hätte ich auch nicht geglaubt. Ach. Die Items bekommt ihr bei den Gräbern. Ja, das Hemd. Ich habe nichts gekriegt. Du musst die Leute bloß anhandeln. Ach, für ein Hemd bitte einfach anhandeln. 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 Der ist bestimmt dauerbusy, der Kerl. Anhandeln. Ist gerade beschäftigt. Anhandeln. Ach, da steht noch einer. Yeah. Oh, nicht folgen. Anhandeln. Ach, ist auch beschäftigt. Yeah. Ich bin durchgekommen. Bardor. Gib mir mein letztes Hemd. Danke, Bardor. Nice. Kann ich das anziehen? Oder muss ich das anziehen? Nö, oder? Wer sich bereits in der Gibbe findet und ein Hemd benötigt, kann sich gerne bei uns abholen. Wir stehen bei den Gräbern rechts von euch. Eine Chance auf Gewinne zu haben. Einfach anhandeln. Okay. Nicht welcher. Alle. Alle 90er, die da rumstehen. Rechts steht so ein Schurke, der ist relativ wenig konsultiert, so okay. Wie es aussieht. Den Bardor. Die ziehen es alle an. Soll ich es auch anziehen? Hergestellt von Pustl. Oh, ich habe eins. Oh, die haben blaue und rote Hemden. Oh nein, hoffentlich trennen sie uns nicht nach blau und rot. Was habt ihr? Ich hab rot. Hemden, frisch gebügelte Hemden. 95 Leute schon. Nice. Wir raten jetzt einfach mal, wo es hingeht. Ich denke, das Ziel wird sein... Ich denke mal, irgendeine Hauptstadt oder so. Orkima. Also ich denke... Nee, also ich glaube Eftel von Kalimdor auf jeden Fall irgendwie in die östlichen Königreiche mal rüber. Und dann Unterstadt vielleicht oder so. Irgendwie sowas. Wo kommt man denn von Unterstadt aus hin? Nach Ding hoch, gell? Silbermond. Ja. Mordend. Aber ich denke nicht, dass da hingeht. Nee, also ich habe Montag und Dienstag frei. Oh, nice. Brot. Danke. Ein sehr... Brocken. Wo hast du das Geld für das Brot? Ja, hast du dein letztes Hemd verkauft? Ah! Ich hab noch welche. Das war wieder ein geiler Flaut. Letzter Aufruf für Hemden. Der Text wird jetzt gepostet. Achtung! Viel Glück. Danke. Recount. Na los. Ah, da ist er schon. Ach nein. Wo? Ein weiterer Ruf zu den Waffen. Ich sage euch was, ich habe keine Lust mehr. Wir befinden uns im Krieg, aber dass nun jeder Grünschnabel ausgebildet werden soll, sehe ich nicht ein. Was denkt sich der Kriegszäubling dabei? Noch dazu soll ich alles alleine machen. Mit Sicherheit nicht. Normal sollte mir ein Kollege bei der Ausbildung... Halt, langsam, neue Rekruten helfen. Stattdessen macht der Drückeberger, was er möchte. Seit Monaten. Was ist denn hier los? Hinweis, Kriegshäuptling. Ah, das ist wichtig. Geh zu, ihm jedenfalls. Ja, zum Kriegshäuptling. Ich werde keinen weiteren Soldaten ausbilden. Seid froh, dass ich meine Vorlieben kenne. So sollte es machbar sein, ihn ausfindig zu machen. Er liebt Musik über alles und sammelt Autogrammkarten auf Konzerten. Wohl möglich findet ihr ihn bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Die Band, wovon er immer redet, heißt Silbermond oder so. Ach, keine Ahnung. Wo spielt die? Ach, die Band. Die Band Gott. Silbermond. Im Dunkelmond, oder? Dunkelmondjammer. Da war doch diese... Dunkelmondjahrmarkt. Ja, Dunkelmondjahrmarkt. Ja, Dunkelmondjahrmarkt. Wo geht's zum Jahrmarkt? Vor OG, glaube ich. In diesem Dorf, oder? Ja. Ja. In... Klingenhügel. Okay. Ich habe keinen Plan von der garstigen Horde. Gleich eine Gruppe gehen wir? Nö.
Sollen wir eine Gruppe machen? Wäre eigentlich clever, gell? Ja, mach mal. Wer also wenn es beim Dunkelmondjahrmarkt ist, dann weiß ich, wo sie stehen. Gut. Naja, irgendwo da mitten auf dem Markt, oder? Nee, ganz hinten. Neben der Arena, bei den Tribünen. Ja, ja, ganz hinten. Da, wo die PvP-Zone ist. Ah, bei Donnerfels ist das Ding. Bei Donnerfels? Ja. Ach, stimmt, da habe ich sogar ein Video drüber gemacht. Ich kack nur. Richtig, in OG gibt's gar keins. Wo ist der Zeppelin. Flugmeister nach Donnerfels? Ist der drin? Zeppelin. Zeppelin, oder so. Ja. Das ist, glaube ich, der linke. Fuck, und ich hänge wieder am Zaun, wie jedes Mal. Fuck! Schauen, ob sie einen Flug möchten. Schnell hoch! Also er ist beim linken, beim rechten ist er nicht. Da sind Klingdörter und Unterstadt. Okay. Go, 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 go! Der Aufzug ist unten! Oh. Wie viele auf dem Aufzug rumgammeln? Also ich bin jetzt bei euch. Ich bin ganz allein. Forever alone. Forever alone! Ist er noch da? Ist er noch da? Mumu, ich bin da, oder? Nee, doch, das bist nicht du. Nee, ich bin pink. Bist pink? Ja, wo sind denn die Zeppelin? Welcher Zeppelin ist es jetzt? Der linke. Also auf dem linken Turm. Ja. Auf dem linken Turm, welcher ist der linke? Ja, ja, du bist richtig. Oder welcher bist du? Ich komme auch, halte durch. So, also, hier links, dort wo... Ist der Zeppelin da? Nee. Gut. Der war schon da. Ja, ist nee. Gut. Ach, der war schon da. Siehst du auf der Map? Da läuft da der Fuchs. Das ist stumm, das ist der einzige Zeppelin, der nicht portet. Hallo. Da sind sie wieder vereint, die Fanboons. Da laufen wir voll falsch. Nee, hier sind auch noch andere, oder? Nee, hier ist gar niemand. Silbermond. Also im Stream sind sie alle noch je. Ja, die wollen es wahrscheinlich noch nicht verraten im Stream, oder? Ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, stimmt. Wäre ja zu doof. Heißt die Band am Dunkelmondjahrmarkt überhaupt Silbermond? Ich habe einen Screenshot gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich sie nicht oben habe. Wer schreibt hier, als wir jetzt nicht zur Lösung? Naja, schon mal gut, dass andere kommen. Du hast ihn voll verwehrt, jetzt macht er sich Sorgen. Wie heißt die WoW-Band? Level 90 Tauren Chieftains oder so. Oder Level 85. Auch ziemlich lang der... Dunkel, jo. Weißt du, das ist die Frage, wollen die einen nur verwirren, dass man nicht dahin geht, weil sie gewinnen wollen, oder stimmt es wirklich? Ich habe keine Ahnung. Wie war denn um die Frage? Das kann man natürlich nicht mehr lesen. Nee. Hey, also manche sagt, er ist der Einzige dort. Naja, aber würdest du jetzt den anderen helfen bei einer Spitzeljagd? Nee. Alter, wo bleibt denn dieser verfluchte Zeppelin? Ich glaube, ich habe noch nie so lange gewartet. Ja, der fliegt, nee, der fliegt immer hin und her. Der portet sich nicht. Der macht die ganze Strecke. Was? Nee. Doch. Doch, stimmt, ja. Der macht die ganze Strecke, ja. Arnes ist auch irgendwie online. Da ist der Salazar von den Eisernen Legenden und beobachtet uns.
Mal winken. Oh, ein Kuss. Wo ist das alles, oder? Fliegt da neben uns. Der nette Drache. Ah. Ja, die Tauren-Chieftains, die spielen vor Shadrat. Das stimmt schon. Aber ich weiß halt nicht, ob die auch auf dem Dunkelmond auftreten als mal. Die Tauren-Chieftains, die spielen im Dunkelmond am Markt. Wenn sie auftreten, zu einer bestimmten Zeit. Okay. Wie hier richtig sind. Ich hab keine Ahnung. Der dreht seine Runden schon. Barclay, schick mal den Zeppelin zurück. Aber wir sind doch die Einzigen hier, oder? Mhm. Was für ein Zeppelin warten die anderen? Sag mir mal, wenn er kommt, ich guck mich mal um. Ein Stream lauf grad in Under City rein, also Unterstadt. Wunderstadt. Gibt es dort auch einen Port? Spielt Silbermond ja, in Silbermond? Nee, oder? Nee, eigentlich nicht. Also für mich wäre das jetzt die einzige logische Erklärung. Der Dunkelmond ja macht. Zeppelin kommt. Jetzt haben wir die Wahl. Der Unterstadt Zeppelin ist nämlich auch gerade da. Der ist auch das bei uns. Und der fliegt mit uns mit. Der Salazar. Ach, der weiß, dass wir gewinnen. Das ist eigentlich die einzige, oder? Also ich habe echt auch noch nie was gehört von der Silbermond-Band. Silbermond, die gibt's doch wirklich. Symphonie. Das Beste. Silbermond ist echt eine coole Band. Ich glaube, wir sollten nach Unterstadt. Nein. Ich bin mir nicht was. Ach so, wenn nee. Ich in der Gilde schaue, ist fast jeder in Silbermond. Glaub nicht. Er geht seiner Lieblingstätigkeit nach. Die Tätigkeit war, der Musik, dem Konzert zuzuhören. Konzert gibt's nur auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt oder in Schad. Von daher kann es eigentlich nur der Jahrmarkt sein. Aber ja, da ist einer schon geschrieben. Zu spät. Wenn nach Schad jetzt Donnerfest. Weil, wenn es eine Anspielung, also Silbermond, die Anspielung gewesen wäre auf die Band und damit die Stadt Silbermond gemeint gewesen wäre, ich glaube, das macht keinen Sinn, oder? Was schreibt er wie asozial und so, ist ein faires Event. Das sind die Einzigen. Nee, da ist noch jemand mit dabei bei uns. Ach so. Warum sind die alle in Silbermond? Der Tauruk. Haroshi. Bring. Ich würde gerne mit dem tanzen, mit dem Salazar. Da stehen's. Habt ihr den Kerl da gesehen, den Schurken? Der hat doch auch Dinge, Hemde verteilt. Salazar ist weggeflogen. Wo ist der Schurke, der die Hemden verteilt hat? Ah ja, da. Müssen wir dann die Hemden haben, oder? Oder? Oder du kriegst halt immer einen Ausrüstungsgegenstand, weißt du, dass du einen Hut bekommst und Schultern oder irgendwie sowas. Sowas könnte auch sein. Ah, okay. Wer ist jetzt runtergesprungen? Für die Horde Tarragon und springt runter. Nice. Ja, epic. Hey, der fliegt halt echt die ganze Strecke, der kackt Zeppelin, gell? Ja. Ich sehe schon, komm mal, wie wir richtig sind. In Silbermond sind die anderen, alle anderen irgendwie. Alle sind in Silbermond, alle. Also ziemlich viele. Ich verstehe das nicht. Aber die Chieftains spielen manchmal in Silbermond, schreibt mir jemand an, die ich gefragt habe. Scheiße. Ah, jetzt schreiben sie bis nach Donnerfels. Wie kommt man von Silbermond einfach nach Donnerfels? Oder haben die jetzt einen riesen Umweg vor sich? Die müssen nach Unterstadt und nach OG und dann das, was wir jetzt machen. Nice. Ja, aber dann müssen ja wir zurück, wenn wir falsch sind.
Müssen wir das da hoch? Sicher? Als Level 1er kann man, glaube ich, nicht sterben, oder? Vielleicht, wenn ihr auf. Okay, danke fürs Ausprobieren. Für das Ungewollte. So, Roshi, und jetzt, wo ist jetzt hier das Portal? Das ist unten vor der Stadt. Ich weiß nicht, auf welcher Seite. Ah, da ist Ding wieder. Salazar. Ach, da. Verfolgt unseren Fortschritt. Ja, der Aufzug ist da vorne. Oh, leck, der kommt. Nice, aber der fährt voll schnell wieder runter. Ja, ich der weiß. Zweite hier, der rechts. Vielleicht schaffen wir es noch. Nein, nee. Fuck. Zweiter, schnell. Switch. Target Switch. Aufzug Switch. Er ist da, genau. Schnell. Schnell. Komm, ich ziehe euch ran. Death Grip, Life Grip. Ever, whatever Grip. Und da unten ist das Portal. Da unten ist das Portal nach Silbermond. Nach Dunkelmond. Nach Silbermond. Und Jump. 6 Leben verloren. Wurscht. Wurscht. Wurschtbuhn. Der Wurschtbuhn. Run! Ach, ich weiß noch, wie ich das Video gemacht habe. Ich Kacknabbel. Wurschtbuhn. Scheiße, ich bin immer am Arsch. Ey, das ist schon über ein Jahr her. Eiserne Legenden. Wir haben Roshi verloren. Zieh, fuck. Roshi. Zieh. Wir sagen dir dann, wo das nächste Ziel ist, Roshi. Okay, sagt ein Kumpel von mir. Nein. Das wäre lustig. Oh nein, sind wir jetzt Level aufgestiegen? Oh. Nein. Nee. Dort hört, zieht. War noch nie hier. Einmal vielleicht. Dann können wir noch auch ein bisschen abkürzen, nee, doch nicht. Eiserne Legenden, die sind überall. Nice. Entweder wir sind falsch oder die lachen sich in den Arsch ab. Ja, wahrscheinlich, das wäre echt peinlich, halt. Das wäre sowas von peinlich. Ich glaube, hier kann man nicht runterspringen, gell? Das ist auch tödlich. Probier's lieber nicht aus. Doch. Dann den einen Ding können wir nehmen. Leute, wir werden gleich wieder voll kalt. Aber da ist doch eine Mauer, oder? Und nix. Ich bin unten. Call me boy begleitet mich. Nice. Weil er denkt, du cheat. Du cheating Fuchs. Cheating Fuchsi. Fuchsi cheating. Da, geradeaus dann. Falls wir falsch sind, schreiben wir alle fuck. Wenn wir alle falsch sind, dann machen wir hier eigentlich die Daily Quest da. Nein. Ich will wissen, wie es weitergeht mit der Geschichte. Findest du es nicht spannend? Ja, doch. Fuck, ich brauche die Geschichte. Wir haben schon 6. Oh, da laufst du ja ewig. Oh, ich bin bei 39%. Oh. Oh mein Gott, überall Mord. Kann man bei dem aufsitzen auf Mammut? Ich glaube, es ist richtig. Ja. Guck mal, ob du ein Quest, also von den Eisernen Legenden einziehst. Fuchs, du führst, die schwirren alle um dich herum, siehst du das? Ich weiß. Wo ist die Band? Die Allianz. Boah, da hinten da können wir uns den wieder nehmen. Nein, dann wir nehmen... ein bisschen schneller reiten. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Da hier wäre die Band. So, da ist die Band. Wo ist der Kacknabel? Ach, da war ich einfach. Da! Nice! Das sind sie auf meine die Karten, so habe cool. Ich auch schon. Was, ihr sollt jetzt weg und neue Rekruten ausbilden? Ich habe eine Woche Urlaub und ja, eine Woche von letzten Woche. Ne? Wie auch immer, ihr habt bemerkt, dass auf der Insel befinden. Gut, dann wisst ihr, dass ich von hier nicht ohne weiteres weg kann. Guten Freund. Passt bei der Stellung auf die Eisenschildkröten auf. Sie ist pandarische Herkunft und kommt mit kaltem Klima klar. Aber ich wollte sie dann nur widerwillig allein unter den wilden Tieren lassen. Besonders die Spinnen in der Nähe machen mir Angst. Also, such sie nur bringt mir anschließend halt. Meine Schildkröte. Kriegen wir ein Item? Nee, oder? Bekommen wir Item? Ich scroll mal hoch, damit der Text nicht verloren geht. Ich mache jetzt einfach mal meine. Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Also, müssen wir noch alle in unserer Stadt. Die Deppen. Fenster freigeben. Ich mache jetzt mein Fenster einfach mal riesig groß. Ich komme. Ich verstehe das jetzt hier nicht. Nein, okay.
Also was? Rekruten ausbilden? Nee, 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 da ist der Hinweis. Pass auf, der Hinweis fängt an mit, ich sage euch was, ein guter Freund von mir passt bei seinen Stallungen auf meine Riesenschildkröte auf. Sie ist pandarischer Herkunft und kommt mit kaltem Klima klar. Aber ich wollte sie nur widerwillig allein unter wilden Tieren lassen. Besonders die Spinnen in der Nähe machen mir Angst. Die Stallung nicht hier irgendwo? Es ging aber nicht anders. Such den. Gibt's hier eine Riesenschildkröte? Ja, hier gibt es diverse Stallungen da hinten. Das sind so ganz viele kleine Tierchen. Ja. So Giraffen und Widder und Ponys, wo du reiten kannst. Wo geht's rein? Ah, ich sehe euch, ich sehe euch. Aber gibt's hier eine Riesenschildkröte? Ich sehe bloß einen riesen Gorilla. Es gibt hinten halt an der Höhle die Riesenschildkröte, aber die ist doch tödlich, oder? Nee, das Killerkaninchen ist tödlich, Achso, glaube das ich. Killerkaninchen. Ich weiß nicht, Wo ist es steht denn jetzt da jetzt? erlaubt, wenn wir auf den Wilder reiten und auf Nicht. den Ponys? Ich glaub's kaum, ehrlich gesagt. Wir müssen da jetzt ansprechen. Da steht, vor der Band steht einfach einer. Vor den muss ich stellen, der labert dann. Pass auf, am Strand, da gibt's Mobs, oder? Ja. Ja, Level Level 11. 11. Hä? Was steht denn gerade nicht? Also Was wollen wir zu heißt der Höhle dahinter? denn da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind auch keine Stallungen, oder? Also ich vor der Bühne, da ist irgendwie keiner. Doch, da muss einer stehen. Nee, der Maldasar. Malazander. Malazander, ein Krieger. Was nochmal, sie. Ich bin mir nicht sicher. Was muss man denn jetzt geben? Habe ich auch schon. Ich soll Rekruten ausbilden, soll nur eine Woche rein. Merkt, dass er auf einer Insel befindet. Hier geht's denn nicht weiter. Wie auch immer, ach, bemerkt, dass ich ohne weiteres, wenn ich sage, Stallungen auf meine Reiseschildkröte wartet. Ist man da schärfer mit den Kalten lieber? Spinnen in der Nähe. Wo gibt es da Spinnen in der Nähe? Also hier weiß ich nicht, aber bei den Untoten gibt es halt ganz viele. Aber Ja, es geht aber auch, ja. wo gibt es eine Riesenschildkröte? In Nordend fahren die doch hin und her. Pandarien da. Ja, nach Pandaren dürfen wir ja nicht. Stimmt. Warum sind die Kerle im Wasser? Das sind andere. Ah ja. Okay, Nochmal. wir haben immer noch ein bisschen Vorsprung. Ich zieh mal den Alis noch runter ins DS. User was moved to your channel. Scheiße, dann sitzen Hallo. alle hier. Hallo. Hallo. Hi. Besondere Also Spinnen machen. Nee, machen wir Angst. im Stream sind sie jetzt in OG am Zeppelin. Aber der ist noch nicht da. Ja, aber das Stream lag schon vorher falsch mit Silbermond und allem. Auf den gehe Es ich geht nicht. nicht an. Innen. Und ich komme, ich komme, ich komme. Okay, wo bekommen wir eine Schildkröte her? Wo gibt's Riesenschildkröten und Spinnen? Das kalte Klima, aber da muss es ja irgendwo warm sein. Und auf einer Insel. Also, kaltes Klima spricht für Nordend. Die Riesenschildkröten, wo da rumfahren, kenne ich auch, aber auf die passt man nicht auf und das sind auch keine Spinnen. So, Schildkröten gibt es da beim Pandaria-Portal. Haupt doch immer so eine, oder? In Ock. Ja, Ich aber weiß ich weiß nicht. doch, Der, dass doch, es. doch, doch, ja, das kann Gibt sein. es da Spinnen? Das weiß ich Nee. nicht, aber Schildkröten auf jeden Fall. Wo ist das? Ah, dort, wo man das kaufen kann. Ja. Und Spinnen habe ich da Sag schon mal, gesehen. sie ist pandarischer Herkunft und kommt mit kaltem Klima nicht klar, aber ich wollte sie nur widerwärtig allein unter diesen Mulden hier lassen. Wer ist sie? Ist das. Die Schildkröte. Das bezieht sich alles auf die Schildkröte. Ja, wo Orgrimmar ist ja auch keine Insel. Ja, das hat ja nichts zu sagen. Er kann hier nicht weg, weil es eine Insel Ach, ist. ihr habt bemerkt, dass wir. Ah, stimmt. Gut. Passt bei seinen Schlangen auf meine Riesenschildkröte auf. Wie kommen wir eigentlich wieder weg hier? Da Auf oben. meine Reiseschildkröte auf. Das ist Das keine ist. Doch. Riesenschildkröte, das ist eine Reiseschildkröte. Eine Reiseschildkröte. Wo gibt es eine Reiseschildkröte in WoW? In Nordend gibt's Reiseschildkröten. Die fahren an der Nein, Küste ja, bei den unten. Kaluas. Nein, 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 Reise nein, nein. Schildkröten, die kauft man bei diesen Dings. Genau, In in OG. Booty Bay. Im Booty Bay bekommst du die Reiseschildkröte, wenn du das Ding abgibst. Was? Ah, genau. Ähm, Diesen diesen, TCG-Code. genau.
Den CD-Code? Meint ihr darauf? Ist das bezogen? Wilden Tieren wird aber dafür sprechen. Was? Das wird dafür sprechen mit den wilden Tieren. Im Putty Bay? Ja. Wo ist das? Ich weiß nicht, ob da Spinnen sind. Die Spinnen, das ist der Haupthinweis. Ja, wo sind da Spinnen? Weil mich kann Wildtiere aufspüren. Nee, doch nicht. Gibt's da oben überhaupt ein Portal zurück? Ja. Sicher. Ja. Portal zurück, ich bin oben, ja. Also gehen wir wieder jetzt hoch mal halt nach Donnerfels oder. Wohin jetzt? Wo ist das? Putty Bay? Beutebucht, da müssen wir wohin? Da müssen wir jetzt nach Ratchet, oder? Nach Ratchet, ja. Sollen wir jetzt von hier laufen nach Ratchet? Ja, wenn wir halt jetzt wissen, ob von hier nach Ratchet laufen, das sind wir dann mindestens Level up. Ja, das stimmt. Wo ist Ratchet? Im Brachland rechts. Ah, da ist ja. Und nee, okay. Ja, wir müssen hier nicht laufen, weil die haben ja irgendwas geschrieben. Wenn man die Strecke läuft, alles ist man Level 3 irgendwann oder so. Ja. Ja, irgendwann müssen wir laufen, klar. Laufen wir jetzt? Wobei, aber das ist ja Level 30 bis 35. Reiseschildkröte. Wie sieht die aus? Hey, geht jetzt alle zu Ding hoch, oder was? Aufzug. Aber zu. Also nach OG oder was? Das stimmt, ja. Ja, hätte ich gesagt. Ja, aber wie kommen wir dann nach Beutebucht? Fährt da kein Schiff hin? Doch, von Ratchet. Stimmt, von Ratchet fährt. Stimmt, ja. Seid ihr jetzt schon alle drüben? Wir sind hier auf der Brücke. Ach fuck, ich bin am Haus vorbeigelaufen. Da ist wieder einer der eisernen Legenden. Wo? Da. Aber ich glaube, die überwachen halt einfach so die Spots hier mit dem Zeppelin und so. So. Wo sind da Spinnen? Spinnen. Ich habe ihn auch nicht mehr. Er hat Angst, deine Reiseschildkröte allein zu lassen. Weil da so viele Spinnen sind. Ja, try mal das einfach mal, oder? Nach Beutebucht darunter. Ja. Er hat Angst, sie allein unter den wilden Tieren zu lassen, vor allem den Spinnen. Also, das hört sich schon nach Beutebucht an, wenn du mich fragst. Wo sind in der Beutebucht denn Spinnen?